Herzlich willkommen zu einem neuen Handpuppen unter der Lupe. Heute mit einem Mädchen von der Firma Fiesta Crafts. Fiesta Crafts ist für mich ein völlig neuer Handpuppenhersteller. Ich kannte ihn bis jetzt noch nicht. Und ich habe mir, wie gesagt, die Handpuppe vor kurzem entdeckt. Ich dachte, ich mache mal ein Video darüber und stelle dir das etwas genauer vor, beziehungsweise diese Handpuppe etwas genauer vor. Was die Besonderheiten dieser Handpuppe sind, wie die Verarbeitung ist und die Qualität insgesamt, das stelle ich dir einmal kurz hier im Detail vor. Wenn wir uns das Mädchen etwas näher anschauen, dann sehen wir, dass das Gesicht eine relativ hohe Stirn hat. Die Haare sind, ja, ich würde sagen, das ist im Prinzip Wolle, Polyesterwolle. So wie auch an der Handpuppe alles in der Gesamtheit aus Polyester wahrscheinlich hergestellt wird, beziehungsweise aus einem künstlichen Stoff. Dann haben wir hier oben als Detail jeweils Schleifen im Haar, die sind aus so Samtbändern gefertigt, finde ich ganz süß gemacht. Die Augenbrauen sind hier drauf gekettelt. Die Augen selber sind auch drauf gekettelt im Prinzip. Also alles, beides ist in einer Art Nähtechnik wurde es hergestellt. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Die Nase selber ist eine kleine Stupsnase, möchte ich so sagen. Ist ganz süß gemacht. Die Ohren selber, finde ich, passen von der Größe her so einigermaßen zu der Handpuppe, oder ich würde schon fast sagen, dass die von der Größe her angemessen sind. Was mich allerdings so ein bisschen stört, ist, dass die halt so sehr abstehen. Der Mund selber hat, hier sieht man es schon so ein bisschen, hier vorne ist so eine Art Wulst, da ist wohl anscheinend das nicht richtig vernäht worden oder das Füllmaterial sitzt nicht richtig an der Stelle. Das ist so ein kleines Manko, was mir aufgefallen ist an der Handpuppe. Ansonsten sind alle Nähte sauber verarbeitet. Hier innen drin ist eine Zunge angedeutet. Ich finde, das reicht für diese Art von Handpuppe. Die ist auch aus einem Stückchen Stoff und dann mit rotem Nähgarn dann nochmal festgenäht an dem Klappmaul selber. Das Kleid, was das Mädchen anhat, ist aus einem pinken Fließstoff. Hier vorne haben wir ein kleines Detail in Form eines Sternes. Den Pullover selber kann man auch ein bisschen hochziehen, was ich auch ganz schön finde. So, dann den Rock selber kann man hochmachen. Dort sind dann im Prinzip die Beine angenäht und das ist im Prinzip dann schon der Rest von der Handpuppe, den wir dann hier noch einmal uns ein bisschen genauer anschauen können. Die Füße wirken sehr klobig in der Gesamtheit, so wie ich finde. Sollen hier wahrscheinlich Ballerinas darstellen. Das Material fühlt sich auch hier sehr weich an. Ich finde, das ist gut gewählt für eine Handpuppe, die ja auch vor allen Dingen auf das jüngere Publikum abzielen soll. Wenn wir uns die Rückseite anschauen, dann haben wir hier im Prinzip den Scheitel, der hier lang läuft. Dann haben wir hier auch insgesamt die Naht von der Handpuppe, wo alles zusammenläuft. Vorne haben wir keinerlei Näht. Und dann der Eingang zu dem Klappmaul befindet sich hier unter dem Rock. Und dort gelangt man dann in das Klappmaul hinein. Die Hände sind übrigens auch bespielbar in der Technik, wie bei den Kasper-Figuren. Hier finde ich es ein bisschen schwer hineinzukommen. Da komme ich auch nur echt bedingt hinein. Entschuldigung für das Gezappel. Also es gestaltet sich echt schwierig, zumal auch der Tunnel hier zu enden scheint, was ich ein bisschen schade finde. Allerdings sind die Hände auch ein bisschen aufgepolstert, was wiederum, finde ich, vom optischen her noch ein bisschen mehr hermacht. So, vom Klappmaul her selber. Ich finde, ich komme
ja, noch einigermaßen gut hinein. Es lässt sich gut bespielen, es fühlt sich innen drin auch gut an. Ich habe einen guten Grip innen drin. Das soweit zum Klappmaul. Jetzt möchte ich mir nochmal die Gesichtszüge ein bisschen genauer anschauen mit dir. Denn diese Handpuppe hat ja doch ein etwas ründliches Gesicht. Nicht, dass ich das nicht gut finden würde, aber ich finde diese Art Schnitt etwas gewöhnungsbedürftig. Ansonsten würde ich sagen, ist es wirklich gut verarbeitet. Ich habe, wie gesagt, nur dieses eine Manko entdeckt, was mich persönlich ein bisschen stört. Aber das kann auch mal wirklich passieren bei einer Handpuppe. Ich habe noch eine andere Handpuppe von der Firma Fiesta Puppets, von Fiesta Crafts, Entschuldigung. Und dort habe ich so einen Mangel nicht am Klappmaul entdeckt. Vielleicht ist es auch einfach hier der Füllung geschuldet, beziehungsweise dem Füllmaterial, was hier mit verbaut ist, dass es deswegen sich so hier wölbt. Aber ich gehe mal eher von einem Nähfehler aus. Hier noch einmal ein paar Detailfotos für mich. Abschließend muss ich sagen, ich würde diese Handpuppe nicht mir zulegen, weil mich stört persönlich dieser Schnitt des Gesichtes. Ich mag das nicht so, dieses ja doch Doppelkinn-ähnliche im Gesicht dieser Handpuppe, noch dazu halt diese Ohren. Aber es ist auch der einzige Kritikpunkt oder die einzigsten beiden Kritikpunkte, die ich anzubringen habe. Preislich liegt die gute bei 25 Euro derzeit, ist 30 cm groß und ja, was es noch für Handpuppen gibt, das verrät ihr die Seite von der Firma Fiesta Crafts. Klickt da einfach mal rein, da gibt es noch eine ganze Menge anderer Handpuppen und beziehungsweise Klappmaulpuppen, muss ich ja sagen, ne? Weil du bist ja ein Klappmaul und ja, freut mich, dass du reingeklickt hast. Wenn du willst, lass mir doch einen Daumen da oder einen lieben Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dahin sage ich Tschüss, alles Gute, dein Hannes.